Und damit willkommen zurück hier beim Mauerbau Simulator 2016. Es geht weiter bei 7 Days to Die mit der Dano. Servus. Hi. Dem Xa. Moin. Und dem Anubis. Moin moin. Wir laufen auf Tag 7 zu. Ja. Und werden sterben. Nee, wahrscheinlich nicht. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wir werden was? Nicht ja, dieser Optimismus, das ist ja schrecklich. Sterben ist gerade nicht in meinem in Wortlaut. Wortschatz. Ich habe keine Ahnung, was der sagt. Habt ihr den verstanden? Nee, wir werden ja nicht sterben, habe ich ja gesagt. Du weißt aber schon, dass man das nicht wahrnimmt. Wir haben ein Kommunikationsproblem. Ja, wir haben tatsächlich ein definitiv großes Kommunikationsproblem. Wo ist eigentlich der versprochene Clay? Ich wollte ihn gerade produzieren. Willst du ihn selbst produzieren? Clay? Ich meine jetzt Lamp, hier Dingsbums, Cobblestone. Cobblestone mache ich schon, leg's einfach in eine Kiste. Okay, ich wollte gerade dir was produzieren, aber gut. Nee, Danu will nicht. Ja, ich merk das. Ja, ob da jetzt über 1000 durchlaufen oder noch mehr, ist mir auch wurscht. So. Bitte. Ist unglaublich. Mach selbst. Ja, mach doch selbst. Mach doch deinen Scheiß alleine, jawohl, ja. Wenn du uns nicht hier brauchst. Da wisst ihr was, macht ihr selbst, ich gehe jetzt. So. Such mal ein neues Zuhause. Und ein Haus am See ist. Bei Tag 7 ist auch eine super Idee, glaube ich, rauszugehen. Ja, klar. Wann kommt eigentlich die Loot Chest? Mittags oder wie? Wird um Punkt 12. 12. Punkt 12, Mittag. Ei, 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 ei. Ja, hier das ist Supply Flieger. Das ist ja. Schaut halt, dass du von Hügel seid zum 12. Besser als bei Oma zum Mittagessen. Das ist ja noch pünktlicher hier. Das ist ja Wahnsinn. So, zack. Haben wir irgendwo ein vernünftiges Hämmerchen? Was für ein Hämmerchen? Ja, definiere okay. Hämmerchen und definiere vernünftig. Ja, ein Hämmerchen also. Halt. Zum Aufwerten. Achso, du meinst den Clownhammer. Ja, sowas nehme ich auch. Nee, leider nicht. Da fehlt mir auch noch das Rezept zu. Ich nehme an, der meint einen Steinhammer. Axt genannt. In der Supply-Kiste liegen, also in der Werkzeug-Supply-Kiste. Gut. Ich hab mich mal bedient. So. Dafür ist es da. Ah, ja, wir schauen uns die Mauer von oben an. Das ist echt, das ist ein Blick, das ist Wahnsinn. Also das ist das Spannendste, was ich glaube jemals in einem Let's Play zeigen konnte. Oh. Gestern waren das noch die Bären, heute ist es. Das siehst du mal, wie schnell das gehen kann. Ja. Schnell sich das eine Einstellung erinnert, was das Spannendste ist, was er zeigen kann. Wie Bären. Der Ark. Das Bärchen, was man da gezähmt hat. Ja, ja, natürlich. Ja, das war ja nur wirklich ein bisschen Ah, ich habe kein Holz mehr. Juhu! So, noch was anderes machen. Die Frage ist was? Was brauchen wir? Stein? Was brauchen wir? Stein? Okay, ich gehe mal runter in die Mine. Da war ich noch nicht. Eben. Pickaxe da. Juhu. So, zur Mine muss man erstmal noch hochgehen. Ja, damit man dann runtergehen kann. Damit man dann runtergehen kann, das ist logisch. Achso, hat jemand einen Minenhelm für mich? Warte. Ja, du kannst meinen haben. Ach, eigentlich ist gut hier, beleuchtet. Warte mal kurz, Koya. Ja. Schmeißt du hier die Fackeln raus? Dann kann ich hier. Kannst hier selber rumfackeln. Also, Koya, hast du die Clove-Fragments vielleicht zufällig in die Kiste gelegt? Dann kann ich noch mehr Fackeln nachher machen. Oder du stellst dasselbe Fackeln her. Nö, ich leg's wieder in die Kiste, ist kein Thema, mach ich. Okay. Aber ich habe jetzt 20 Stück bekommen, also damit komme ich schon eine ganze gute Weile aus hier. Damit kommst du vielleicht ein Stückchen weiter. Cloth Fragments mache ich ganz nach unten, ne? Ja. Also Mauer bauen ist echt spannend. Ja, ist toll, ne? Habe ich jetzt die ganze letzte Folge gemacht, jetzt reicht's mal. So. Also, ja, jetzt dafür hau ich jetzt nicht auf eine Mauer drauf rum, sondern jetzt hau ich einen Stein rum. Aber wollt ihr die Mine so machen, dass ich mich hier drin verlaufe? Ist das Absicht? Ja. Dann können wir sagen, kommst erst raus, wenn du genug Steine bei hast. Ach du Scheiße. Warte mal, bis ein paar Wolltüren einbauen. Müssen wir nicht einfach noch tiefer, um dann zu Eisen zu kommen? Nee.
Nein. Ist relativ flach unter der Oberfläche. Okay, ich würde sagen, nee. Die Cobblestone-Mauer ist fertig. Halte ich für ein Gerücht. Weil? Keine Ahnung, weil das nicht sein kann. Wir haben erst 11.40 Uhr. Ja und? War ich dir zu schnell? Stimmt. Soll ich es wieder abreißen? Ja, genau, einmal neu. Okay. Dann könnte es aber etwas knapp werden bis heute Abend. Ah, nicht immer so pessimistisch. Eben durfte ich nicht. Ich bin ja nicht du, ich darf. Also. Eisen erkennt man dann deutlich an der Färbung, schätze ich mal, oder wie? Genau, daran, dann das glänzt richtig. Okay. Es blinkt und glitzert wie eine Bordelltür. Da, es ist gleich 12. Ja, ich stehe hier schon auf dem Hügel und bin bereit. Was passiert, wenn man immer weiter runter geht? Nur mal so interessehalber gefragt, kommen da dann seltenere Ressourcen oder sowas? Da ist das Flugzeug. Ach du Scheiße. Weit weg? Schwer einzuschätzen, aber in der Richtung, wo ich jetzt nicht gerechnet hatte. Ins Brennende wieder? Mhm. Ernsthaft? Also zumindest die Richtung, ja. Oh Scheiße, das ist wirklich verdammt weit weg. Du schaffst das. Brauchen wir noch Holz? Soll ich noch Holz niedermachen? Kannst du gerne machen, aber halt nur die großen Bäume, gell? Wollen wir hier unten in der Mine eigentlich auch so eine Art Bunker einrichten? So einen Schutzbunker? Dass wir hier Rückzug finden, wenn wir oben tatsächlich mal verlieren sollten? Könnte man eigentlich sich überlegen. Ja. Aber dann bitte gleich aus Beton. Sollten wir halt auch, weil das eigentlich dann der sicherste Ort wird, unten die Schlafsäcke machen. Ja, aber dazu muss sie erst sicherer sein, oder? Ja, ist das jetzt weniger sicher als das Haus? Nö, also könnten wir es auch jetzt schon unternehmen. Ja, sie haben jetzt halt momentan einen Zugang nur, aber sonst hast du es halt keinerlei Schutz, also wo du dich noch weiter zurückziehen könntest. Ja, du kommst selbst nicht mehr raus im Zweifelsfall, das stimmt. Ja. Aus dem Haus kommst du ja noch raus. Ja, dann müssen wir noch einen zweiten Ausgang legen, theoretisch zumindest. Aber das ist dann halt auch die Frage, wie man den dann wieder verteidigt kriegt. Wir hatten jetzt den Clay wohin gekriegt. Achso, da nur das weiß ich ja, der hat hier den da reingekriegt. Ah, Mann, du blödes Weibsbild, lass mich doch mal in Ruhe. Sage mal. Jetzt, das will ich mir nicht gefallen lassen. Hast du eine Freundin beim Lebensschaufeln gefunden? So. Apropos, gefunden bzw. verloren. Wo habe ich denn jetzt? Ich habe gerade Q gedrückt, aber warum ist die Pickaxe jetzt weg? Oh Mann, nur weil du Q gedrückt hast. Ja, aber ich habe nichts, wo ich sie aufnehmen könnte. Hast du kurz danach gleich wieder E gedrückt, zufällig? Ich schaue im Inventar schon, aber sie ist nicht da. Ja, hol mir da mal eine neue. Die ist irgendwie in den Boden, glaube ich, verschwunden. Ja, das passiert manchmal. Die Felsen überschneiden sich so ein klein bisschen. Ja. Ne, ich glaube, ich kriege sie nicht raus. Na gut, ich komme da mal hoch und hol mir eine. Haben wir noch was zu trinken? Ja. Dann muss ich mal holen gehen. Ah, Kiste gefunden. Yay. Und, was ist drin? Der Erdbohrer Schematik. Was für ein Ding? Es gibt einen Erdbohrer. Also oh cool! In dem du Erde bohren kannst. Und oh Gott. Eine Schematik für die AK-47. Oh. Nicht ganz so toll. Hat sich gelohnt. Was? Zwei Schematics? Ist doch super. Ja, aber die AK, die verheizt so viel die Munition. Die raus. Ja, die rotzt raus, ja. Mein ja, gut. Power hat sie, brauchen wir nicht drüber reden, aber wie gesagt, So als Notwaffe. So, unser Grundstück wird ein Urwald, habe ich euch das schon gesagt? Also ich bin ein bisschen enttäuscht, wenn ich sage, ich war jetzt nicht allzu lange, aber auch nicht so kurz. Ich habe nur 309 Stone damit rausgehauen. Ich muss doch die Spitzhacke nehmen, oder nicht? Ja.
Ja, irgendwie kommt da nichts. Also ich habe das Gefühl, an so einem Stein draußen hätte ich jetzt in derselben Zeit mehr rausbekommen. Und das ist sehr wenig, 309. Also, so meine Da persönliche gibt es Meinung. einen Skill, der nennt sich Miner 69, der könnte dir etwas helfen. Mining? Miner 69. Was war nochmal der Shortcut? Ich hab's schon wieder. Ich gehe mal übers Inventar ran. Ja, mache ich dann jetzt wohl auch, wenn ich das Inventar und nicht dieses I öffnen würde. So. Ja, Inventar ist ja nicht mit I, sondern mit Tab. So, was, wo finde ich denn das? Tools, Traps, Bei Scavenging, Tools Crafting. Traps. Tools, Traps. Ja, da gibt es den Miner 69. 20% mehr Block Damage mit Mining Tools. Aha. Bye. Klingt gut. Gut, dann schauen wir mal bei Armor Smithing. Heavy Armor brauchen wir eigentlich nicht. Hier Leatherworking, das muss ich ein bisschen üben, dass wir da auch gleich gute Sachen rausbekommen. Mal ein bisschen mehr noch. Also ich habe gleich 3000 Holz. Ich bin hier auf dem Rückweg auch noch ein bisschen Holz sammeln. Was sollte man jetzt noch unbedingt mit Eisen verstärken? Also ich denke, das Wichtigste dürfte Die eventuell Überhänge. unten das Haus rum sein, oder? Also falls doch was durchkommt, dass wir uns nicht unten gleich die Putze zerlegen. War schon einer beim Sendeturm, hat ihn gelootet? Ja, da waren wir schon drin, ja. Ach ja, da waren Ja, wir da waren wir gemeinsam noch. drin, ne? Ja, da waren wir gemeinsam drin. Ja, also einzige Sache, die gefährlich werden könnte, sind buddelnde Hunde, ehrlich gesagt. Frage ist, ob man das nicht noch. Das wird bei der ersten Welle noch nicht so schlimm und bei der zweiten müssen wir sowieso weiterbauen. Es Sind ist das da jetzt unten nicht so, dass schon die Mauer so Zementblöcke bleibt. oder was ist das? Ja. Finja. Ja, wir sind ja fleißig. Finja. Okay, und hier wachsen Bäume nach, hier sind die Genau, Felder. ja. Schön, schön. Das wird, ja, es wird ein Urwald. Okay. Und die Bäume? Haben die Die so? sind noch nicht, die sind bei 250 derzeit erst. Okay. Bis 1000 Muss man die wachsen, einmal ja. anschlagen, bis man Ich das sieht? Ja, ne? blute, ich blute. Mit der Zeit erkennt man es an der Stärke der Baumstämme. Okay. Also ich brauche es meistens nur noch anschauen und weiß es ziemlich. So, was trinken. Werde mal was Wasser holen. Die Minenverschalung ist momentan nur aus Holz, ne? Ja. Okay, die müssen wir eventuell dann auch nochmal aufwerten. Was ist denn das? Blödes Weib. Könntest du bitte ein bisschen netter reden? Dankeschön. Puh. Noch kein blödes Weib. Habe ich auch nicht gesagt, dass du dich meine. Sondern dieses blöde Zombie-Vibes. Bist du neuerdings ein Zombie? Naja, bald wahrscheinlich. Koja. Was denn, wenn wir noch ein paar Mal gebissen werden? Ja, nur dann vielleicht. Wer macht eigentlich hinter mir so merkwürdige Geräusche? Ich. Achso, okay. Dachte mir, ich Na, falle dann mal vom ist. Dach. Achso, ja, aber wenn es Spaß macht oder schöner macht, ist okay. Ja, total. So. Glaube, ich brauche eine neue Pickaxe. Ich meine, hier ist keine mehr, oder? Wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Könnte sein, Doch, da ist aber eine Steel Pickaxe. Da habe ich noch eine. Das ist aber eine andere, als ich vorhin hatte, oder? Ja, du hattest Bestimmt so eine. wahrscheinlich noch die Iron und ich habe schon Ja. Stahl hergestellt. Ja, siehst du. Und ich wundere mich, weshalb ich da nichts rauskriege. Ich krieg wieder nur den Schrott, weißt du, Ja, so ich hab typisch. gesagt, da liegt was drin. Das ist so typisch. Ich bin Koja, du am Frieren. brennst! Ich hab's gemerkt, warum auch immer. Weil du übers Wer stellt Lagerfeuer gerannt denn da bist! auch ein Feuer da unten hin? Ich! Da war noch nie eins. Ich räume mal die anderen Tische weg, ja? Ja. Damit du da nicht mehr Ich hing da reinrennst. auch fest. Ich wollte durch, ich hing fest und dann auf einmal brannte ich. Das ist Okay. brennende Leidenschaft. Ja, diese Stahlpickaxe ist ein bisschen besser. Drei Schläge und weg ist der Stein. So. Ich habe mal etwas in der Wohnung aufgeräumt, ja? Danke. Dass auch kleine Kujas da kein Ah ja, Problem wenn mehr die haben. da nur anfängt, da zu kokeln in der Bude, dann müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Oh Mann. Man fackelt uns die ganze Bude ab. Weißt, ich wollte eigentlich gerade Fackeln für ihn herstellen. Ich Campfire sind glaube, meine ich neuen muss mir Sticks. das einfach überlegen. Warum brauchst du ein Campfire, um Fackeln herzustellen? Ach, für Fett, ne?
Ja, dass ich das Fett auch vorbereite. So, ich habe übrigens jetzt einen Stack von 1000 Cobblestones in die Kiste bei der Refining Forge hingelegt, also bei der Forge. E-Punkt, H-Punkt, wir haben genug oder naja, 1000? Wow, nee, ich produziere gerade noch. Genau, sollte jeder 1000 haben, denke ich mal. Ja. Okay, dann mache ich noch mehr. Ja, könnte jeder gut gebrauchen, glaube ich, so ein Stack drin. Dann bin ich fast 4000 kriege ich hin. Super. Versuch mal ein bisschen tiefer zu gehen, aber irgendwie hier kommt auch nichts mit Eisen. Immer zu Koja, während der da craftet, kann ich eh nichts machen. Achso, nee, Koja ist ja da lang. Licht aufdrehen. Oh. Wir hatten die Gänge gegraben. Was? Oh Mann, wir hatten die Höhlen gegraben. Ja, ich sag ja, das ist hier extra so, um Koja zu ärgern, glaube ich. Dass ich mich hier irgendwann in unseren eigenen Minen verlaufe und nicht mehr rausfinde. Wahrscheinlich, das wird so der Hintergedanke sein. Ja, das sind halt die Suchgänge, um an Eisen zu kommen, eventuell. Ja, ja. Anubis, wenn du willst, 1000 Clay oder 2000 würden nicht schaden. Falls du kannst. Ich werde gerade hier die Wand auf, aber ich kann gerne noch buddeln gehen. Ach so, nee, dann lass, dann gehe ich nachher raus. Muss irgendwie noch lernen, dieses, also ich habe irgendwie so pyramidenförmige Reste, wenn ich hier abbaue. Ja? Krieg keinen so geraden Boden hin wie ihr. Immer diese Anfänger. Immer die, die dauernd üben müssen. Ja. Vielleicht muss ich noch eine Ebene tiefer, dass wieder die Pyramiden da weg sind. Weil ich baue halt die Pyramiden. Ich meine, wir machen hier das achte Weltwunder. Mhm. Unterirdisch. Unterirdisch sieht halt keiner. Ist ein bisschen dumm, gebe ich zu. Ja gut, werde ja eh keine ordentlichen Zuschauer oben, weil was willst du Zombies zeigen? Wer weiß, vielleicht würden sie dann wieder normal anerkennen, dass so normal die Menschheit... wie wir? Okay, vergiss es. Okay. Ich will jetzt Eisen haben, Mensch, gib Eisen her. Ja, ich habe auch noch keine Eisenader gesehen. Habt ihr da unten schon was gefunden? Also ich bin ja auch noch auf dem Rückweg. Ne, ich meine, ihr habt ja vorher schon da herunten geklopft. Nein, so. Wir hatten noch kein Glück, nein. Okay. Dass man mal Eisen findet, dann wenigstens auch sehr umfangreich, oder? Sehr umfangreich. Oh ja. Okay, wenn du das einmal findest, dann ja. Braucht man nur Geduld. Das wird schon. Das erste Mal, dass ich, das ist etwas länger dauerte, bis ich Eisen gefunden habe. Normal geht das recht schnell. Okay. Ich hab die meistens direkt unter dem Häuschen, wo ich wohne. Ja, diesmal bin ich dabei. Ihr wisst ja, wenn ich dabei bin, dann dauert alles, bis man es findet, ein bisschen länger. Aber einen schönen, guten Glück. Jetzt bin ich dann gleich mit deinen Fackeln fertig, Koja. Schön. Ja, meine Crafting-Kühe ist irgendwie voll. Oh ja, für die Mauer oben, oder? Ach, sie waren ja noch zu wenig? Nein. War noch zu wenig. Na gut, dann nehme ich das zurück und behaupte das Gegenteil. Du hast doch gesagt, du hättest gern noch ein paar. Ja, ja, je mehr, desto. Weil dann hast du da oben wenigstens ein bisschen Licht zum Schießen und so. Unten sind ja auch noch ein paar. Ja, ich glaube 20 oder was stelle ich gerade her. Perfekt. Dann kann man auch noch außen ein paar verteilen. Werden die eigentlich von Zombies angegriffen, oder? Wer? Was? Fackel? Also, wenn man die da aufstellt zur Beleuchtung, dass die irgendwie weggeklopft werden oder so? Nö. Wäre mir jetzt noch nie aufgefallen. Fackeln im Sturm, sozusagen. Aber sie können sich entzünden daran. Das ist sehr... Was, an der Fackel? Ja, genauso wie du. Oh, das war eine Fackel? Ich dachte, nein, es war ein Campfire. Du kannst auch ein Campfire und an Fackeln kannst du dich entzünden. Oh. Dann sollte ich hier, glaube ich, ein bisschen aufpassen gerade. Okay, guter Hinweis, danke. Da kam mir gerade ein Trottelchen entgegen. Ah! Connection lost. Ja, da hat es mich gerade
So ziemlich überall rausgeschmissen? Hallo? Ja? Also das läuft noch. Jetzt muss ich einmal kurz wieder zurück ins TS finden. Moment. Geht schon mal nicht. So Leute, ich muss einmal zurück. Einen kurzen Augenblick mal. Oh. Ah, und das Spiel hat es mir auch zerschossen gerade. Sehr schön. Mal sehen, ob ich das Internet noch habe oder ob das auch weg ist. Nein, mein Internet ist auch weg. Ja, schade. Versuchen wir das mal wieder zu kriegen. Tja, und jetzt? Jetzt müsst ihr mal ganz kurz ohne mich auskommen. Ich muss mal kurz was gucken. So, wieder da. Das funktioniert. Connected. Auch schon bei TS hier, Wahnsinn. So. BB. Der Vermisste. Guten Tag. Sorry. Mir hat es gerade so ziemlich alles zerschossen. Ja, ja. Kommen Sie wieder rein, das Spiel läuft noch, es ist angerichtet. Ja, würde ich ja gerne, aber irgendwie muss das Spiel neu starten. Ja, Koja ist noch online. Ja, ich bin... Kannst dich einfach wieder connecten. So, jetzt habe ich aber gleich die Schnauze voll. Einfach so Pause machen ist nicht voll okay, ja? Und schon gar nicht nach 7, ja? Ja, 18 Uhr vor allen Dingen, also... Ja, und ich bin noch draußen, das ist das große Problem. Nein, du ja, bist ja, auf eben. Der Brücke. Brauchen wir eventuell noch Pfeile? Haben wir davon genug? Oder müssen wir da mal nochmal schauen, dass wir was herstellen können? Pfeile sind, glaube ich, 250 da oder so. Okay, aber ich habe... Hat unser Waffenbauer, glaube ich, fleißig gebaut. Ich habe 40 im Inventar. Dann schau mal runter in die Kisten, da müssten es drinnen sein. Stein in den Mülleimer oder wo rein? Ja, einfach in den Mülleimer. Macht Sinn. So, jetzt habe ich auch genug. Und Anubis, wenn du dann zurück bist, könntest du noch ein bisschen Stall in der Forge in Auftrag geben? Na klar. Ich sehe das nicht. Ich verstehe das alles nicht. Wie viel Clay? Gut, über 2000, das reicht. Ne? So, die Axt behalte ich, die Schaufel behalte ich, die Stone behalte ich, so, Torch brauchen wir eventuell. So, dann rüsten wir mal uns so langsam für den großen Auftritt. Den großen Auftritt hier, Iron. Iron brauchen wir auch noch. Wo war das nochmal drin? In dem Ach so, bei der Kiste da, genau. Ja, richtig. Korrekt. 1000 Cobblestone nimmt er dann auch? Ach ja, die sind auch da drin. Wunderbar. Ja. Gut. Sehr schön. Jeder einen frischen Hammer, dass die nicht kaputt gehen während der Zeit.
Das ist noch wichtig, dann schaut mal auf eure Rüstung. Muss ich irgendjemanden noch was bauen? Habt ihr alle anständige Rüstung? So 300 schaffe ich ungefähr, 320. Ja, bei mir. Meine sind so um die 270, knapp 280 rum, das ist in Ordnung. Ja, du kannst auch schon Cobblestones holen. Mhm, mach ich. Und Anubis, wenn er drinnen ist, auch. Meine 1000 produziere ich noch. Gut, dann hole ich mir nochmal, wieder vorbeigesprungen, aber ging gut. Dann hole ich mir nochmal 50 Pfeile. Mhm. Die sind bei beiden Waffen, oder wo finde ich die? Ja, nee. Ja, nee, ja, nee, ja. Na nee. Was jetzt? Nö. Was jetzt? Steel Arrows habe ich da, aber in der Waffenkiste sind keine Pfeile. Wo sind Pfeile? Schau mal dort, wo es. Nee, es müsste aber in den Dreierkisten, glaube ich, sein. Wir haben mehrere hundert Federn. Vielleicht könnte Anubis einfach nochmal welche herstellen. Jo, ich mach sofort welche. Erstmal mache ich jetzt Stahl. Wie viel brauchst du denn? Mach am besten mal 100 oder reicht's ein Weilchen. So, Koja, ich hab dir mal das Ganze etwas ausgeleuchtet. Ja. So, schauen wir mal, was ich aus Leder bauen kann. So. Da. Feder. Haben wir noch irgendwo Animal Hides? Guck mal in die Kisten, entweder in der mittleren oder in der unteren, sollte noch ein bisschen Leder liegen. Ja, Leder habe ich, aber Animal Hides nicht. Ach doch, da, das sieht aus wie so ein Fell einfach nur, okay. Mhm. So, die Claw Fragments, willst du die in die unterste? Ja, das sind die anderen. Brauchen wir Animal Hides auch so als Rohstoff? Soll ich ein paar übrig lassen? Oder kann also ich alles verledern? 30 würde ich mal überlassen, falls wir uns noch eine zweite Forge bauen wollen. Ja. Okay. Achso, 30 ja, überlassen wollen wir. Jetzt habe ich noch Steine. Oh. Noch ein paar Reserve übrig. So, noch ein bisschen Leder. Dann kann ich jedem wahrscheinlich noch so eine Lederrüstung bauen. So. Da kann ich Wasser abkochen. Guck. Oh, das ist noch ein bisschen wenig, was ich da an Rüstung rauskriege. Moment. Das Fleisch. Hier Clothing. The Working. Das lohnt. Mach mal ein bisschen Fleisch durch. Also Federn, Pfeile produziere ich gerade. Den Blueprint hast du gesehen, Anubis, den hab ich in die Kiste gelegt habe? Habe ich mir schon einverleibt. Sehr schön. Und wie viel das jetzt gebracht hat. Cobblestone hat sich jeder genommen? Noch nicht. Aber ich noch nicht. Ich bin noch gleich. Unter Mine unten. Ich glaube, Danu, du hast ganz schön gestöhnt. Kann sein, dass du Durst hast oder so? Nee, aber ich habe Hunger. Und die ich Frage ist jetzt die... Ist jetzt die Lederrüstung besser als das andere? Moment. Ja. Ja. Okay. Njam. Okay, also ich kann jetzt Lederrüstung herstellen. Leder, also Chest Armor. Und auch wenn der Wert, der da steht, schlechter ist als das, was ihr tragt, ist das von der Verteidigung, vom Verteidigungswert her besser, soweit ich das sehe. Okay. Sind mal zwei Chest Armors da, mehr kann ich noch nicht. Oh, reicht auch für den Anfang. Da oben sind aber auch noch Closed Chest Armors, also da kann man sich auch noch nehmen, die sind auch über 300. So, dann haben wir das. Die Hide tue ich wieder zurück. Schadenhide. Wird gleich spannend. Ja, die rauscht mal normalerweise eh erst gegen Mitternacht an. Was? Die sollten mal ein bisschen pünktlicher sein hier. Gut, was haben wir da noch? Ah, eine kann ich noch bauen.
Eine Chest Armor Craft. So, das Feuer können wir ausmachen. Sehr schön. Jetzt kann ich das jetzt endlich lernen. So. Essen ist massig. Werd fertig. So, Pfeile, genau, da sagst du was. Ja, Pfeile. Pfeile brauche ich halt noch. Hast du sie gemacht, Anubis? Läuft gerade noch durch. Gut. Ich habe genau 3 Pfeile. Nein, ich habe immerhin 40. Wissen, was geht. Also Bögen, haben wir noch. Also ich habe 322er. Ich weiß nicht, wo mittlerweile der Bogenstand so ist. Das kann ich dir gerade noch nicht sagen. Ich mach gleich mal. Ich muss mal ganz kurz Bullet Casings bauen. Achso, das dauert. Die brauchen wir noch jetzt gerade nicht. Wir haben jetzt 22.44 Uhr, so langsam müssten wir mal die Pfeile bauen. Guten Bow, ich mach mal 1, 2, 3, 4 Stück. Allerdings laufen meine Pfeile gerade noch durch. Dann schmeiß schon mal ein paar Pfeile rein. Kann man schon mal nehmen. Aufgeregt. Bild da oben ist einfach wunderschön. Pfeile liegen. Was stellt es eigentlich da? Da jemand? Ich weiß überhaupt nicht mal, wo oben. Und ach so, da doch jetzt so. Haus am See. Ah ja. Bisschen unscharf, aber so. Hast du schon Pfeile rausgeholt? Nee, ich bin am Bestaunen des schönen Bildes. Da, wie schaut's bei dir mit Schnell aus? Hast du mit Pfeilen hast du noch? Ich habe noch 58. So, ich leg mal andere Bögen rein. So. So, jetzt habe ich 100 Pfeile. So. Leder leg mal wieder zurück. Bogen. Auf was kommst du denn so beim Bogen? 343. Naja, ein bisschen besser als das, was ich habe, ja. Zack, zack, zack. Okay. Gut. So, hast du die Cobblestone genommen, Kruja? Ja, du schon. Cobblestone, ist der drin? 1000. In der Kiste bei der Forge. Ist noch irgendjemand draußen oder kann ich die Brücke schon mal abreißen? Ich bin drinnen. Doch. Okay, dann hole ich. Unsere Seite habe ich die auch, gell? Die Brücke. Warum kann ich das nicht abreißen hier? Knie dich hin. Ganz kurz geht's dann, okay. Bisschen tricky. Gut. Dann... Wenn du Steuerung drückst, hockerst dich dauerhaft. Achso, ich habe mit C gearbeitet. Da ist es ja, dann drücke mal Steuerung. Ja, ja, dann mache ich das demnächst. Genau. Was brauche ich denn jetzt nicht? Die Sticks behalte ich mal, die Waffe muss ich behalten, Bogen. Beule kann ich mal. So, eins. Zack, zack. Ja, also ich glaube, künftig lege ich den Wald doch lieber drauf draußen an. Achso, Cobblestone Frames sollte ich vielleicht noch ein bisschen vorbereiten, oder? Ja, brauchen die sind auch nicht schlecht. Cobblestone Frames, brauchen wir Wood und Planfibre. Haben wir noch irgendwo Wood liegen? Ja, der unterste Kiste links von den Dreier. Sehr gut. Ah, mehr als genug. Cobblestone Frames, dann mache ich da auch nochmal. Wie viel sind wir? Wir sind 4, mache ich 120, kann jeder 30 nehmen. Mhm. 30, 30. Craft, zack. So, 23 Uhr ist gleich. Gut. Ja, gleich wird's spannend. Oh oh. So. Da was gehört. Echt? Was denn? Weiß ich nicht. Wollen wir irgendwie auf der anderen Seite auch noch so einen Treppenaufgang machen, dass wir von der. Dass wir auf die Mauer kommen? Ich mach das mal. Könnten wir, ja. Nee, da stirbt gerade was in unseren Spikes. Genau, da ist was in die Spikes gerannt. Und? Dann sind die schon da. Ah, da drüben, ja. Auf der Seite, wo wir die Mine haben. Okay.
Muss man hier tätig werden? Naja, es sind Zombies, ne? Ja, gehen die so auch noch stehen, Spikes. Wo? Nee, das, weiß nicht, wird da was schreiten hier so. Sind das Krabbler? Das können auch Krabbler sein. Na, hier kommt schon einiges, muss ich mal sagen. Ja, ja. Da. Lächerlich. Guck mal, der brennt am Feuer. Nee, brennt er doch nicht. Und da kommt der nächste Schwung. Warum sehe ich keinen Pfeil? R drücken. Ja, irgendwie. Neuer Bogen, nicht. Du musst. Achso, nee, dann hast du es jetzt nach dem ersten Schießen. Ja, nach dem ersten Schießen, ich sehe ihn gerade. Okay. Und noch gehen sie alle kaputt. Ich frage mich nur, wie ist das, wenn wir hier den Überhang haben und die sind unter uns? Dann kriegst du sie ja nicht wirklich geschossen, ne? Nö, darum. Du musst links und rechts laufen und schauen, dass du das so durch die Spikes bringst. Nee, wenn mal die Spikes weg sein sollten, weißt du, was ich meine? Ja, dann haben wir ein Problem. Deswegen möchte ich ja nachher auf ordentliche Spikes umbauen. Aber es wäre zu viel Holz gewesen für die paar Tage. Gerade am Anfang. Okay, nur hier vorne sind die Spikes jetzt schon ein bisschen dezimiert. Ich versuch's mal hier, die ein bisschen nach da zu locken. Wo sind sie denn wirklich schlimm schon? Nee, wirklich schlimm. Ja, hier in der Mitte. Boah, China. Oh. Wer schießt da? Ich. Gut, ich zerleg die mal. Moment, ich habe eine Machete. So. Mach das. Hast du zufällig eine Bandage oder so? Nee, ne? Ist drinnen im Kasten. Braucht man dafür? Close. Nimm da einfach aus der Kiste. Sind mal ein paar drinnen. Ja, ich gehe mal zurück. Ja. Habe ich dich getroffen? Ich weiß nicht, kann gut sein. Also auf jeden Fall habe ich nur noch 22 Leben. Ich glaube nicht, dass die Biene das angerichtet hat. Nee, dann kann es sein, dass dich vielleicht ein Pfeil... In welcher? Ach da, der Erste-Hilfe-Kasten, schätze ich genau. mal. Genau. Sehr schön. Ja, ich werde mal noch ein paar Klo-Fragment nehmen, dann kann ich euch noch ein paar herstellen. Fünf, sechs, okay. Man okay, da noch super. In dem Erste-Hilfe-Ding? Was haben wir da? Das Blutpack kannst du nehmen. Okay, naja, ja. Nee, das Blutpack ist nur Essen und Trinken. Das stimmt, ja. Das müsste das erst zu einem Verbandskasten verarbeiten. Ich möchte das hier herstellen. Achso, nee, Aloe drin fehlt mir ja. Ich muss in die Wüste, damit ich euch mehr Bandagen herstellen kann. Ja, müssen wir mal einen Wüstenausflug machen demnächst. Die sollten noch vorrätig haben, die Bandagen. Yep. Ach Mann, da unten schaut's aus. Jetzt ist die Frage, waren das alle? Ja, nee, da krieg ich gerade noch einen Crawler rum. Ruhig, ne? Ja gut, ein Crawler. Der ist gleich in den Spikes drin. Also es ist jetzt nicht so viel gewesen. Die Spikes haben das mal locker weggesteckt. Naja, sehr gut schauen die äußeren Reihen immer aus. Naja, aber... Da kommt noch ein Crawler. Die äußere Reihe ist schon natürlich in Mitleidenschaft, aber ich meine, wir haben drei Reihen, also schon nett. Ja, aber wie du richtig sagst, zur hintersten kommen wir ja gar nicht. Von oben. Nee, das ist das Problem, in der Tat. Also die müssen die eventuell dann vorschädigen, wenn sie... Oh, da kommt noch ein Crawler. War zwei. Ja. So, wäre jetzt nicht ein idealer Zeitpunkt, um die nächste Folge zu beginnen? Schon ziemlich lang, ja? Ja, wir sind bei 39 Minuten. Dann würde ich der Dano doch an dieser Stelle mal ausnahmsweise zustimmen. Ausnahmsweise. Oh ja, wo bist du? Warte, welcher von denen bist du? Ich bin weg. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nacht 7 haben wir wunderbar überstanden. Ich ja, vielleicht sagen, kommt ja noch was. Genau. Die große Welle kommt ja überhaupt erst noch. Mhm. Ja, bestimmt. Mhm. Also, wir können uns ans Ausbauen machen und uns für Tag 14 rüsten quasi. Mal schauen. Und schauen, dass wir Bandagen herkriegen. Also, Aloe, wir Beispiel. Ja, schauen wir mal, wo wir eine Wüste finden. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.